Willkommen aus der Europa League und damit willkommen aus Warschau. Heute ist das Finale der Europa League und heute gibt es die Begegnung zwischen Dnipro Petrovsk und dem FC Sevilla. Ich bin der Dennis vom Kanal M1615 und der Kommentator dieses Finales. Der eine zählt als krasser Außenseiter, der andere als klarer Favorit. Wer wird was? Wer schafft es, den Titel dieses Jahr in der Europa League zu holen? Der Titelverteidiger oder der krasse Außenseiter? Sevilla heute in neuen Trikots. Heute in Rot-Schwarz. Schiedsrichter kommt heute aus Dänemark. Und die Aufstellung. Der Ukrainer, die den haushohen Favoriten aus Neapel im Halbfinale eliminiert hat und damit hier heute in Warschau steht. Der Gegner Sevilla im Halbfinale Florenz aus dem Weg gegangen, aus dem Weg genommen und somit heute mit dieser Aufstellung. Und damit geht es los. Das Finale in der Europa League. Wer von diesen beiden holt sich den Titel und ist damit in der nächsten Saison in der Champions League? Sevilla von rechts nach links. In Rot gedresst in ihrem neuen Trikot, ihrem neuen Auswärtstrikot. Koke. Yes. Na, beobachten Banega mit dem weiten Ball. Gamero mit der ersten Chance in diesem Spiel. Vielleicht ein bisschen zu hektisch. Boyko zeigt natürlich schon an seinem Team. Ruhig, ruhig, ruhig. Wir sind hier im Finale. Hier geht es zwar um viel. Aber hektisch spielen bringt nichts gegen den Favoriten. Banega, weiter Ball auf Gamero. Dann ist die Möglichkeit und Sevilla führt. Achte Minute. Der spanische Favorit führt. Und das mal ganz gemein. Über den Torwart rübergelupft. Und das musst du dir erstmal erlauben in einem Finale. Sevilla führt 8. Minute. Rollenverteilung ist klar. Aber dass das so früh passiert, dass die Rollenverteilung erfüllt ist. Ist natürlich eine kleine Überraschung. Und erste Möglichkeit, aber das war auch fast schon in Richtung Fehlpass-Hackentrick. Böse Sauge gehen können. Die kommenden Finals in der Champions League wird auch noch hier übertragen. Das kommende Finale in der Champions League in Berlin zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona. Eine Etage höher, da wird die Frage natürlich sein, wer gewinnt das hier? Getan. Und der Ball rüber. Die Ballverwertung. Hat nicht so ganz sollen sein. Ecke. Ecke Bruno Gamma. Das war auch nicht sehr präzise. 17 Minuten gespielt. Sevilla führt. Aber jetzt ist die Frage. Macht Sevilla jetzt hinten dicht? So 8. Minute 1-0 und der Titel ist geholt oder eher nicht. Douglas. Schaffen wir. Und Banega. Ah, faul.
Schiedsrichter lässt es weiterlaufen. Keine Notwendigkeit für einen Pfiff. Ibora. Gute Passstaffette von Sevilla. Aber die Passstaffette reicht jetzt hier auch nicht. Die Ukraine am Ball. Bleibt mit einem, ja, mit einem gut vorgetragenen Angriff. Da kannst du natürlich dann den Ausgleich machen. Aber in der Hinsicht kein Ausgleich. Weiter geht's. Ball viel zu weit nach vorne gelegt gehabt. Navarro. Und Garniero. Der Torschütze zum 1:0. Ja, setzt sich hier schön durch, aber die Flanke, die kommt nicht an. Wird abgeblockt vom Verteidiger. Ja, für Sevilla ist es nicht das erste Finale. Im letzten Finale gegen Benfica Lissabon hat man auch den Sieg geholt. Sevilla, Rekordhalter in der Europa League. Seit sie Europa League heißt. Mit Titeln. Rekordhalter. Möglichkeit abgeblockt. Keeper kriegt den. Sergio Rico. Der in dieser Saison viele gute Partien absolviert hat. Aber halt auch einige nicht so gute. Ging man halt in der spanischen Liga nicht unbedingt den gewünschten Platz erhält. Dagegen Dimitrovsk. Einen Platz, den sie haben wollten, kriegen sie. Bruno Gamma, Ball rollt ins Richtung aus, aber er wird geklärt. Vielleicht falsch geklärt, vielleicht irgendwie zu früh geklärt. Gelbe Karte noch nachträglich hier. Oder wahrscheinlich noch im Laufe der Partie sehen. Ecke Bruno Gamma. Und weggeklärt. So, macht Sevilla das jetzt schnell oder machen sie das übersichtlich? Nein, sie machen ja den Fehlpass. Bruno Gamma. Der Ball, der geht da ganz schlecht jetzt aus. Und da nochmal das Foul, wofür es die gelbe Karte gab. Also es war gar kein Foul, aber Schiedsrichter hat es anders gesehen. Vielleicht hat er auch wegen Meckerns Geld gekriegt, aber die Bilder sagen uns, dass das Foul ist, was dafür uns die gelbe Karte gab. Hat er ja noch nicht mal berührt. Und das ist der Halbzeit-Tiff. Der FC Sevilla steht vor der Titelverteidigung hier in Warschau. Wird es so bleiben? Das ist die andere Frage. Die Highlights bislang in dieser Begegnung. In der 6. Minute die erste Chance von Sevilla. Anschließend das Tor in der 8. Minute durch das Lupfer, durch den Lupfer und die größte Chance von Dimitro Petrovs. Los geht die zweite Halbzeit. 45 Minuten sind noch zu absolvieren. Und der Favorit führt hier mit 1:0. Auch mehr am Ball, bloß halt die Chancen. Die haben die anderen. Vielleicht auch eine Taktik. Gamiero. Und Navarro. Vanega. Ja, umschauen, wo ist denn ein Mann frei? Wo kann man denn hinspielen? Navarro. Ibora mit der Chance! Hier den Sack zuzumachen. Wechsel. Doppelwechsel, jeder auf einer Seite. Der Torschütze verlässt den Platz. Gamiero raus, Bakker rein.
beim Dnipropetrovsk. Wechsel ebenfalls, vorne neuer Stürmer. Ob das was bringt, das ist die andere Frage. Vanega. Und die Bora. Jetzt schauen, wo ist die Lücke? Wo kann man hinspielen? Baka. Die Wand der Ukrainer. Die Karte, da kommst du dran nicht vorbei. Das sehen die Spanier hier auch. Da kommst du nicht dran vorbei. Foul, Vorteil. Beispielsweise Statistik, wie ich eben gesagt habe. Sevilla im Endeffekt mehr am Ball, aber die haben nicht die Chancen. Die haben nicht die Chancen, hier das Ding zu erhöhen. Koke. Foul und gelb getan, dafür für das Foul von ihm. Nächster Wechsel. Vitolo kommt ins Spiel. Also jetzt auf Zeit spielen. Jetzt die halbe Stunde nur noch runterspielen. Und das möglichst ohne Gegentor. Vanega. Oh, Katastrophenfehlpass. Aber man passt auf. Die Verteidigung bügelt den Fehler wieder aus. Ja. Schlechte Ballannahme. Gegner am Ball. Gola. Und Koke. Yes. Vanega. Koke. Wechsel. Letzter Wechsel für Sevilla. Mir rein für Vanega. Also nächster eher defensiv gerichteter Spieler rein. Also hier wirklich auf Zeit spielen. Bia. Ah, Pass verhungert. Kontermöglichkeit. Dnipropetrovsk. Zu Zolka. Und ein Wurf. Hier nochmal das Foul von Rutan, wofür es die gelbe Karte gab, der Kapitän der Ukrainer. Bruno Gamma. Gutes Passspiel. Da kommt er noch ganz knapp ran und da sind sie wieder zurück im Spiel. Das müssen wir uns aber nochmal angucken, ob es aus wirklich aus war oder nicht. Eine ganz knappe Sache. Ganz, ganz knappe Sache. Hier sehen wir es nochmal, aber ganz knapp. Da rettet er ganz, ganz knapp an der Linie und dann köpft er den Ball ein. Der Ausgleich in der 80. Minute. Und jetzt wird das Ding wieder spannend. Jetzt kann Sevilla nicht mehr auf Zeit spielen. Jetzt müssen sie das zweite Tor machen. Sonst geht es in die Verlängerung. Sonst geht der Favoritenschreck wieder rum. Und der Favoritenschreck trägt heute weiß. 8 Minuten sind es noch bis zur Verlängerung. Oder machen Sie vorher den Sack zu. Die Möglichkeit abgewehrt und der Kopfball geht daneben. Riesenchance hier direkt zum Doppelschlag. 5 Minuten vor Schluss. Trainer reagiert natürlich. Nächster Mann nach vorne. 5 Minuten haben sie noch. Und die Auswertung. Natürlich in der Auswertungstabelle. Dnipropetrovsk offensiver, aktiver. Vielleicht weniger am Ball, aber das heißt nichts. 4 Minuten sind es noch. Und sie sind weiter vorne im Sturm aktiv.
Jetzt müssen sie natürlich schauen, wo ist denn die Lücke? Wo kannst du denn irgendwas hinspielen? Einwurf. Bhutan. Der natürlich sehr weiten Einwurf macht. Ah, klappt nicht so ganz. Sergio Rico pariert den. So, Nachspielzeit, 2 Minuten. Dann erwarten wir hier eine Verlängerung. Was? Wer hat die denn die größeren Kraftreserven hier in diesem Spiel? Wer kann denn hier überhaupt in diesem Spiel das goldene Tor schießen? Sevilla in der zweiten Halbzeit eher inaktiv. Bakker. Bakker mit der Chance. Bakker fällt. Elfmeter. Elfmeter in der letzten Minute. Und den macht Bakker. Bakker gegen Boyko. Bakker mit der Chance. Stopp. Kurz. Bakker. Bakker. Und er glaubt es nicht. Und wir glauben es auch nicht. 90. Minute. Sevilla in der letzten Sekunde retten sie sich durch den Sieg und holen hier den Titel in Warschau. Und das wieder per Elfmeter. Unglaublich. Und es ist aus. Aus und vorbei. Sevilla gewinnt hier in der Saison 2014-2015 den Titel und ist somit Titelverteidiger und behält den Titel mindestens eine Saison und ist in der nächsten Saison in der Champions League. Dnipropetrovsk schlägt sich wacker in dieser Saison, hat einen nach dem anderen Favoriten rausgehauen, aber im Finale hätte es nicht sollen sein. Heute war es einfach so, dass am Ende das Glück für Bakker da war. Das war's hier aus Warschau. Das war's hier aus dem Finale der Europa League. Bis zum nächsten Mal. So, leider gibt es keine Siegerehrung, weil, ne, leider das hier nicht möglich ist. Das war das Finale. Leute, ich hoffe, es wird genauso spannend heute, nämlich beim Spiel Dnipropetrovsk gegen den FC Sevilla. Ihr könnt natürlich eure Prognosen auch unten selber abgeben oder Kommentare zum wirklichen Spiel abgeben, selbstverständlich. Der Tipp hier ist, Sevilla gewinnt in der letzten Minute noch das Ding. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.